willkommen zu einem neuen Video von euch. Wurde sich bei mir gewünscht, dass ich mal ein schönes Abschlussball-Make-up für euch schminke. Weil jetzt geht ja auch langsam wieder die Zeit der Abschlüsse los. Und da dachte ich, ich werde euch mal ein schönes, glamouröses Abi-Ball-Prom-Make-up zaubern. Ich habe mir gedacht, ich mache es ein bisschen neutraler, so dass ihr das auch einfach genauso nachschminken könnt. Ihr müsst ja nicht unbedingt genau die gleichen Paletten nehmen. Ihr könnt ja auch ähnliche Farben nehmen. Aber ich probiere es so zu machen, dass es zu fast jedem Kleid passen dürfte. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir schon mal an. Zuerst natürlich eine Tagescreme. Ist wichtig, damit das Gesicht gut durchfeuchtet ist und nicht trocken wird über den Abend. Habe ich jetzt schon gemacht. Als nächstes wird es gleich weitergehen mit dem Primer. Denn das Make-up soll ja auch den ganzen Abend lang halten, nicht verwischen und die Poren sollte man am besten nicht sehen. Und dann nehme ich jetzt den Make-up Factory Make-up Base Primer. Den Hals prime ich auch gleich mit, da der auch mit Make-up eingeschmiert wird, weil wir wollen ja, dass das Gesicht zum Hals passt. Okay, als nächstes mache ich mich daran, ein paar Mäkel in meinem Gesicht zu entfernen. Und dafür benutze ich meine NYX Professional Make-up Concealer Color Correcting Concealer Palette. Grün benutze ich gegen Rötungen. Und Gelb benutze ich gegen meine blauen Augenringe und gegen ein paar blaue lilane Äderchen, die rausgucken durch meine Haut. Und damit decke ich die Farben, die ich draufgeklatscht habe, nochmal ab und passe sie meiner Haut an. So, jetzt kommt die Foundation. Da benutzt ihr einfach die, die ihr immer benutzt, die perfekt für euren Hauttyp ist und eure Hautfarbe. Ich habe zurzeit die NYX Total Control Drop Foundation in der Farbe 08 True Beige. Und da es noch nicht so lange Sommer ist und ich noch nicht so gebräunt bin, ist die noch ein klitzekleines bisschen zu dunkel für mich. Aber wenn ich mich die nächste Mal noch in die Sonne lege, wird sich das wieder ändern, dann wird sie perfekt passen. Die gebe ich dann auch über meinen Hals und blende das dann hier unten aus. Und da mein Make-up-Pinsel gerade dreckig ist und ich noch keine Lust und Zeit habe, ihn zu waschen, tupfe ich die Foundation mit meinem Real Techniques Beauty Blender Make-up Schwamm ein. Den könnt ihr gerne auch ein bisschen feucht machen, dadurch verbindet sich das Make-up ein bisschen besser mit eurer Haut. Und es sieht nicht so maskenhaft aus. Auch gut darauf achten, dass ihr die Foundation schön mit auf die Ohren blendet und hier schön über den Kieferknochen blendet, damit auch keine Make-up-Ränder entstehen. Jetzt kommt der flüssige Concealer, der auch ein bisschen highlighten soll in der T-Zone. Und zwar der NYX HD Studio von Organic Concealer in der Farbe 02 Fair. Und dann tupfe ich das wieder mit meinem Beauty Blender ein. Jetzt mache ich schon mal unsere Lidgrundierung drauf. Und zwar nehme ich von Make-up Factory den Eyelift Corrector und gebe meinem Augenlid eine schöne, einheitliche, helle Farbe, damit man die Farbe dann auch gut sieht und der Lidschatten super zum Vorschein kommt. So, bevor mir der Concealer jetzt komplett in die Falten kriecht, setze ich das erstmal mit einem transparenten Puder und zwar nehme ich das Nude Illusion Powder von Catrice. Quasi baken wir ein wenig, denn der Concealer soll ja auch eine Weile halten. Während das Ganze jetzt baked, machen wir Creme-Kontur. Ich finde, Puderkontur, also nur Puderkontur, geht schnell weg. Gerade wenn man schwitzt, verläuft das. Und ich finde einfach, man sieht es sehr schnell nicht mehr. Und deswegen finde ich, für ein Event, was auch die ganze Nacht lang geht, da will ich meine Kontur auch noch sehen, wenn ich dann früh um 4 zu Hause bin. Und zwar nehme ich dafür meinen NYX Wonder Stick in der Farbe Light. So, und jetzt nehme ich die NYX Contour Palette, um die Creme-Kontur zu setzen.
Ach ja, und die Konturen am Hals könnt ihr auch ein bisschen mitnehmen. So, um ein bisschen Frische ins Gesicht zu bringen, mache ich jetzt noch Blush drauf, und zwar von NYX das High Definition Blush in der Farbe 11 Amber. Und dann highlighte ich natürlich mit meinem Lieblingshighlighter, dem Mary Luminizer von The Balm. Und für einen besonderen Glamour-Auftritt gebe ich euch noch einen Tipp, den Highlighter. Außerdem auf die, wie heißt das auf Deutsch? Schlüsselbein, genau. So, jetzt kommen wir endlich mal zu den Augenbrauen. Und zwar nehme ich da meine Tame & Frame Augenbrauenpomade. Ich habe die Farbe 03 Brunette. Und für einen sehr scharfen, perfekten Eyebrow-Look könnt ihr die nochmal mit Concealer umranden, damit die Linien einfach viel, viel schärfer und viel genauer sind. Dafür nehme ich mir meinen Make-Up Factory Concealer. Und damit die Augenbrauen auch da bleiben, wo sie sind, benutze ich jetzt noch ein Augenbrauengel, und zwar das NYX Controlled Weak Eyebrow Gel. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt auch endlich mal zum Augen-Make-up kommen. Und zwar habe ich mir überlegt, einen Look mit natürlichen Tönen, der aber auch irgendwie Glamour ist, so Champagner-Töne. Und da dachte ich, ein Ton aus der Mavicon-Palette von BH Cosmetics ist super und meine Der sagt das Palette von Huda Beauty. Und dann nehme ich erstmal den Ton Musk als Transition Color. Dann setze ich hier oben in die Mitte bis Anfang meines unbeweglichen Lides den Ton Eden. So, jetzt kommt die Mavicon Palette zum Einsatz. Und die einzige Farbe, die ich daraus eigentlich benutzen möchte, ist die Farbe Savage. Das setze ich jetzt hier aus, noch mein unbewegliches Lid. Savage setze ich jetzt auch an meinen unteren Wimpern ganz außen hin. Jetzt nehme ich mir den Matte Eyeshadow von Make-Up Factory in der Farbe 02 und das setze ich nochmal ganz außen hier oben. So, wer hätte es gedacht, wir machen wieder eine Cut Crease, weil ich einfach finde, eine Cut Crease ist so am ehesten irgendwie. Passt zu Glamour Events. Events. Und dafür nehme ich nochmal mein Make-Up Factory Concealer und den flachen Pinsel und mache mir schöne eine schöne Cut Crease. Jetzt nehme ich mir wieder die Huda Beauty Palette und zwar gehe ich zuerst in Nefertiti und gebe das auf mein bewegliches Lid in den inneren Winkel. Und jetzt gehe ich in Crystal und gebe das auf den Rest des Lides. Und ich glaube, hier an dem unteren Wimpernkranz vorne gehe ich nochmal mit Eden rein. So, ich nehme jetzt nochmal so einen geraden Pinsel und verstärke die Cut-Crease-Linie nochmal mit Savage. Jetzt gewittert's. So, jetzt trage ich auf meine Wasserlinie noch schwarzen Kajal auf. Und zwar nehme ich da den Long Lasting Eye Pencil von Essence. Und jetzt kommt noch ein schöner Eyeliner. Und zwar mache ich das mit dem Lime Designer von Make-Up Factory. So, jetzt mache ich erstmal Mascara. Und zwar für einen wahnsinnig tollen Wimpernaufschlag kann ich euch nur empfehlen die Work the Hype Mascara von NYX. Die macht echt wahnsinnig lange, voluminöse Wimpern. Die ist super geil. So, dann mache ich jetzt erstmal mit den Lippen weiter, und zwar, weil ich dann noch Setting Spray auftrage und dann lasse die Wimpern und dann die Lippen schon drauf sein. Und zwar nehme ich zuerst von Make-Up Factory den Beautifying Lip Primer, quasi als Base für eure Lippen. Da könnt ihr davon ausgehen, dass euer Lippenstift super smooth und weich aussieht und er wirklich auch die ganze Zeit hält. Werden einfach alle Lippenstifte tragbar, selbst welche mit sehr schwieriger Textur. Und ich würde sagen, zu einem Champagner edlen Augen-Make-up passt am besten ein Nude Lippenstift, vielleicht ein Gloss. Und zwar nehme ich erstmal den NYX Lingerie in der Farbe Bedtime Flirt. Ich denke, die meisten werden es von euch kennen. Gloss geht gerne sehr schnell ab. Und mit diesem Primer und einem matten, langanhaltenden Liquid Lipstick habt ihr erstmal eine Base, die so schnell nicht abgehen wird.
Selbst wenn das Gloss darüber abgeht, habt ihr trotzdem immer noch eine Grundfarbe. Und als Gloss darüber nehme ich jetzt das Manhattan Oh My Gloss in der Farbe 130 Beige Babe. Ich weiß, ich bin total das Cake Face, ich klatsche mir 10 Kilo Make-up ins Gesicht. Wenn ihr das nicht machen wollt, müsst ihr das nicht machen. Ihr könnt auch Sachen, die ihr unnötig haltet, weglassen. Es zwingt euch niemand, gerade wenn es draußen so warm ist. Aber ich finde, für solche Events kann man schon mal 10 Kilo Make-up sich ins Gesicht hauen. Dann fehlen jetzt eigentlich nur noch die falschen Wimpern. Davor setze ich mein Gesicht noch, und zwar das Matte Finish. Die krassesten Lashes, die ich habe, sind die Red Cherry LEL Lashes. Und die klebe ich mir jetzt schnell auf Cam, weil das dauert. Das war's mit dem Abschluss-Prom-Make-up. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr es nachschwingt für euren Abschlussball, dann verlinkt mich doch drauf oder schickt es mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ob ihr dieses Jahr auch Abschluss habt oder wie lange ihr noch zur Schule geht oder ob ihr überhaupt noch zur Schule geht. Das würde mich mal sehr interessieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, vergesst natürlich nicht, ein Abo da zu lassen und die Glocke zu aktivieren und nichts mehr zu verpassen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag. Quatsch, nein, ich lade ja jetzt immer Montagabend hoch. Ich habe mein Zeitmanagement ein bisschen umgestellt, wer es in meiner Insta-Story gesehen hat. Ich will jetzt nicht nur mehr 5 Tage die Woche für Video ausnutzen, sondern alle 7 Tage. Und da ich immer Dienstag drehe und immer Sonntag früh hochgeladen habe, habe ich es nie geschafft und habe mein Video immer zu spät hochgeladen. Deswegen habe ich den Upload-Termin jetzt auf Montagabend gelegt. Also bis nächsten Montag. Genau. Und bis dahin. Ciao.